Hi, da ist nochmal der Peter Lier und ich melde mich da gerade mit dem zweiten Teil mit den Dunkelmächten und das Licht. Es ist in gewisser Weise ein Märchen, aber es ist ziemlich wahr. Also, es wird im Moment ziemlich viel rumgehackt auf die dunklen Kräfte, die ja das Dunkle repräsentieren, um das Licht zum Vorschein zu bringen. Also die uns unsere eigenen dunklen Anteile, unsere Schatten, unsere Köller-Abteilungen, wo wir nicht hinschauen, zum Reflektieren, unser eigenes unnatürliches, unordentliches Verhalten spiegeln uns die natürlich auf eine andere Art wieder als wir das leben, weil wir leben es ja mit dem weißen Kittel. Und wenn uns jetzt einer das genauso vorlebt, wie wir das machen, dann werden wir es ja gar nicht merken. Und deswegen spiegeln sie uns das auf eine radikale Art und Weise mit Pollution, mit Vergewaltigung der Natur, etc. etc. Ich möchte dazu sagen, dass ich es nicht richtig finde, wenn man bewertet, was ist. Menschen bewertet, Situationen bewertet oder irgendwelche Lebensumstände bewertet. Ich glaube, es ist in Ordnung, wenn wir sagen, zu den dunklen Mächten oder zu der dunklen Kraft, das kann man ruhig jeden Tag sagen, hey, ich bin bereit. Ich möchte was da. Ich bin bereit, dass ich was ändere. Und dass man es bittet, dass hinschauen sollen. Hey, Dunkelmächte, schaut mal hin. Kriegt es euch ein. Ich bin voll am Start, gell? Ihr braucht es nicht mehr so stark führen, gell? Weil ich ändere was. Ich schaue in meinen Keller. Ich schaue in meine schwärzesten Nächte, in meine dunkelsten Abteilungen. Schaue eine. Wo ich noch nie hingeschaut habe. Ich verwende lieber meine Aggression, die entsteht, wenn ich solche Sachen sehe, was mache Menschen momentan auf der Erde machen. Ja? Dafür, dass ich meine eigenen Grenzen überschreite und meinen Sauerstoff zusammenhabe, dass ich in meinen Keller Abteilungen aufspiele, die was seit Generationen tabu sind. Ja? Da hat es als Kind geheißen, wenn du das machst, dann schließen wir die aus. Dann gefällst du nicht mehr, dann wirst du verurteilt, dann wirst du ausgeschlossen. Ja? Dann kriegst du Liebesentzug. Ich glaube, dass die Welle momentan schon wieder anhebt, die Welle der Erkenntnis. Die Portale sind trotzdem mächtig, mächtig offen. Ja? Also schau mal, dass wir am Start bleiben, schau mal, dass wir weitermachen. Es ist, ich glaube deswegen, dass die Welle anhebt, weil man es einfach spürt. Ja? Und sie wird wiederkommen. Weil die Keller bleiben nur zu oft unberührt, meines Erachtens nach, das spürt man. Und jene, die gut und richtig sind, die sind jetzt vielleicht nur richtiger. Und die besser waren, die sind jetzt vielleicht nur besser und nur falscher. Und das kann es natürlich nicht sein. Ne? Weil noch immer erwarten und berechnen wir, noch immer fordern wir, noch immer verurteilen wir und wir trennen dadurch uns vom großen Ganzen, weil entweder es ist alles eins, oder es ist nicht alles eins. Und wenn alles eins ist, dann bist das du, dann ist er, sie und ich. Und der da drüben, dann sind wir alle ein einziges Wir. Und wenn es den Kleinsten betrifft, betrifft es auch den Größten. Und wenn mir da draußen was nicht passt, dann passt in mir auch noch was nicht. Man kann sich fragen, und ich frage mich das jeden Tag, intensiv. Ja. Wo lebe ich nun gegen meine kosmischen Naturgesetze? Wo lebe ich gegen meine feinste Empfindung? Wo lebe ich nicht das, was mir wirklich gut tut, was mich weit macht, was mir einfach gibt? Ja. Wo lebe ich noch immer das, was gefällt, was entspricht, was irgendwie ankommt, was... Wo lebe ich die Fassade, die ich nicht ganz bin, das nur Teil von mir ist. Wo habe ich einen weißen Kittel an und sage einfach, ich habe jetzt einen weißen Kittel, aber ich mache jetzt Yoga, ich mache Qigong, ich treffe mich mit Yoga-Gruppen, ich tue jeden Tag beten. Aber das andere ist das ist alles, was es macht, das werde ich alles nie machen. Zeig meinen Finger, Flash ist er, zeig meinen Finger auf Menschen, die andere umbringen, zeig meinen Finger auf Leute, die andere Leute was stören. Ja? Wieso? Bist du arg?
Du stößt dir selber, oder ich stühle mir selber noch. Ich fange bei mir an. Meinen eigenen Freiraum, in dem ich Dinge oft tue, die ich eigentlich gar nicht will. Es ist einfach wirklich, wo brauche ich nur den Spiegel von außen, mit dem ich, nur weil ich selber damit nicht klarkomme. Wo verkaufe ich täglich meine Seele, um mein Fassade aufrecht zu halten? Wenn ich zum Beispiel, wenn ich jeden Tag merke, ich gehe nach Hocken, in den ich gar nicht gehen will. Ja, jetzt bei Homeoffice ist es vielleicht anders, aber hey, wenn ich einfach merke, meine Kinder brauchen mich, meine Frau wird mich brauchen. Hey, da ist so wenig Liebe bei uns, in unserem Raum. Wo ist der Raum? Ich habe so wenig Zeit für die wesentlichen Sachen. Warum vergewaltige ich mich jeden Tag auf das Allerärgste, meine Familie? Die Grundrechte von jedem Menschen eigentlich. Und somit auch alle anderen. Jeden Tag. Und dann wundere ich mich, warum andere Menschen andere Leute töten. Ich töte feinste Empfindungen. In andere, in mir und durch das auch in andere. Könnt ihr euch auf den Spruch erinnern? Der Flügelschlag eines Schmetterlings kann auf der anderen Seite von der Erde einen Orkan auslösen. Es steht mir also wirklich nicht zu, irgendwem, ganz egal was er tut und schon gar nicht die dunkle Kraft, die den Dienst an sehr großen Licht erweist, dass sie das Licht zum Vorschein bringt durch die Manifestation des Dunklen. Durch das, dass uns, also unsere eigenen Schatten, widerspiegelt. Wo wir nicht bereit sind zum Hinschauen und du schauen die dann auch nicht hin. Du denkst, hey, wieso ist der so blind? Warum sieht er das nicht? Warum tut er das nicht? Hey! Mach's ich eigentlich? Bei mir? Bin ich wirklich bereit, meine alten Programme, meine alten Schienen ganz zum Verlassen? Oder doch vielleicht nur teilweise? Wo lebe ich noch in der Berechnung? Wo lebe ich in der Erwartung? Wo lebe ich in der Forderung? Wo fair und urteile ich mich selber, meine feinste Empfindung, seine, deine oder andere Empfindungen? Und wo bin ich somit noch nicht in Frieden? Wo zwinge ich dazu jemand anderen, mir meinen eigenen Unfrieden zum Spiegeln? Und die Menschen, die Dunkelmächte, spiegeln Unfrieden. Sie spiegeln Aggression. Aggression, mit der ich selber noch nicht im Reinen bin. Weil ich selber zum Beispiel jahrelang gesagt habe, ich habe gar keine Aggression mehr. Ich bin nicht mehr aggressiv. Ich habe das nicht mehr. Ich weiß auch wirklich nicht mehr. Ich habe es in Köln gegeben. Heute schaute ich da hin und habe begriffen, dass ich diese Aggression verwenden kann als Vortrieb, als Aggress zum Vierergehen, zum sagen, hey, lass mal wieder einwachsen. Ich gehe es an, ich rahme in Köln zusammen, ich schaue dort hin, wo ich noch nie hingeschaut habe. Und wo ich seit klar auf ganz tief in mir verankert habe, dass ich dort nie hinschauen will, weil es hat so weh da als Kind, wie ich dort hingeschaut habe. Und jeder hat immer noch gesagt, na, schlag das aus dem Kopf, vergiss einfach, aus, Ende, das tut man nicht. Überall, wo ich noch urteile, bewerte oder erwarte, töte ich meine feinste Empfindung. Ich handle gegen die Naturgesetze und die Dunkelmächte machen nichts anderes als das, dass mir das spiegeln, wo ich selber noch über meine Natur handle, wo ich nicht in Frieden mit mir selber bin. Die Dunkelwesen sind ja nichts anderes als mächtige elementale Wesen, sind Energieformen, die von uns genährt werden und natürlich auch vom Lichten, weil das Licht braucht es ja. Weil wir den Spiegel brauchen, ich hoffe, ihr könnt es mir folgen, es ist ziemlich einfach. Es ist eigentlich nur Resonanz, ja? Angebot, Nachfrage. Und das sind mächtige Energiewesen, die wir selber erschaffen, jeden Tag, wenn wir aufsteigen und nicht bereit sind, in unserem Leben langsam, Schritt für Schritt Ordnung zu machen. In diesem Sinne kann man eigentlich die Dunkelmächte sagen, liebe dunkle Kraft, schau, wie ich mich bewege. Ich schaue hin. Ich durchquere meine schwärzesten Nächte und ich sage ja dazu. Ohne dass meine schwärzesten Nächte schlimm sind. Und ich sage ja zu dir, ohne dass ich dich verurteile oder dein Handeln, auch wenn es nicht richtig ist, als einfach als abwertend betrachte. Weil das stimmt nicht. Ja? Weil durch das, wenn ich beim anderen abwertend behandle,
kaschiere ich nur meine eigene abwertende Behandlungsweise beim anderen gegenüber. Und der muss mir es aber auch widerspiegeln, weil er mich wieder abwerten muss. Also, das einzige Möglichkeit ist, in Frieden zu gehen, das Herz aufzumachen, bei sich selber schauen, wo wandle ich noch im Dunkeln, wo habe ich eine Fassade aufrecht, wo habe ich mir Masken aufgezogen, die gefällt, die gut ausschaut, da wo ich angesehen dafür bin, da wo ich Kohle machen kann, dafür, die funktioniert, die wirklich lebend zu sein scheint. Aber da passt bei jedem von uns viel noch nicht. Ja. Da gibt es noch was zum Tun. Und genau das machen wir jetzt. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, geliebtes Sternchen, auf deinem Weg und auf deiner erhöhten Frequenz. Und es geht um das, dass wir die Summe unserer Ordnungen erhöhen. Der mentalen, der emotionalen, der spirituellen und der ätherischen Ordnung. Und genau das machen wir jetzt. Und dazu wünsche ich dir das Beste, Lichteste, Schönste, Größte und Mächtigste von ganzem Herzen. Weil wir sind alle immer mit allem verbunden. Und nichts hat mehr die Kraft da draußen, uns irgendwie zum Trägern, wenn wir damit selber nichts mehr Mut haben. Also, geh mein Liebe, pack mir's an, stell mir morgen auf, und machen wir mal so richtig Ordnung bei uns. Namaste, geliebtes Sternchen. Friede und Segen.